Ja, guten Abend. Ich bin davon ausgegangen, dass wir heute uns in einer sitzenden, in einer primär sitzenden Veranstaltung befinden. Also stellen Sie sich einfach vor, dass Sie sitzen würden. Das vereinfacht mir die Arbeit. Also, guten Abend. Als euer Motivationstrainer würde ich heute Abend sagen, ich erlaube mir, um euch zu duzen. Ihr habt, die meisten von euch haben Bier oder Wein vor sich, das geht sicher in Ordnung. Also als euer Motivationstrainer würde ich mir heute erlauben, euch zu sagen, Schluss mit eurer Trägheit und raus aus euren Stühlen, denn Sitzen ist das neue Rauchen. Und wer von euch viel sitzt und viel raucht, für den geht's jetzt raus, schöne 10 Runden um die Zeche Zollverein. Und los. Aber ihr habt Glück, denn erstens bin ich heute wirklich nicht passend angezogen für einen Motivationstrainer. Da fehlt mir so ein bisschen der sportliche Touch. Und zweitens rede ich ja heute aus der Sicht des Netzbetriebs. Und da werde ich eher zum Demotivationstrainer und sage, behaltet eure Trägheit, denn sie macht unser Stromnetz stabil. Doch wer ist dieser Schlingel, der sich Trägheit nennt eigentlich? Und wie kann er sich erlauben, die Stabilität in unserem Stromnetz mitzuentscheiden? Mit dieser spannenden Frage und vor allem, wie wir die Trägheit im Netz behalten, haben wir uns auch im FNN viel beschäftigt und sogar Lösungen dafür erarbeitet. Fangen wir erstmal mit einer allgemeinen Definition an, nämlich, was ist Trägheit? Sie kann definiert werden als das Bestreben von physikalischen Körpern, in ihrem Bewegungszustand zu verharren, solange keine äußeren Kräfte oder Drehmomente auf sie einwirken. Dabei liegt es auf der Hand, dass es für diese Körper besonders von Vorteil ist, wenn sie über viel Trägheit verfügen, denn dann fällt es ihnen leichter, in ihrem Bewegungszustand oder in ihrem Ruhezustand zu verharren. Ich möchte als Beispiel geben, Freitagnachmittag nach einer langen, harten Arbeitswoche, wie beispielsweise dieser, wenn ihr nur noch von Netflix vor den Fernseher fallt, auf dem Sofa versackt und euer Trägheit garantiert ein lokales Maximum erreicht. Glaubt mir, es wird schwer, euch aus dieser Situation wieder zu befreien. Und wenn ihr euch in dieser Situation wohlfühlt oder wiedererkennt, dann werdet ihr euch in der nächsten Situation wie zu Hause fühlen. Klassische Situation bei euch zu Hause, Sonntagvormittag, ihr habt gut gefrühstückt, ihr seid satt und erstmal auf Chillen eingestellt. Ihr begebt euch aufs Sofa, lasst die Seele baumeln und wenn ihr Glück habt, habt ihr es sogar bequem, natürlich nur, wenn ihr über den Tellerrand von Ikeas Einsteigerklasse hinausblicken könnt. Ihr liegt also da, seid mit Körper und Geist im Einklang und genießt eure ausgeprägte Trägheit. Ruhepuls bei 60 passt. Aber ihr ahnt es schon, oder? Zu schön, um wahr zu sein, denn plötzlich und unerwartet kommt euer Mitbewohner vorbei und bittet euch um Folgendes. Hast du gesehen, wie sich die Gaspreise im Moment entwickeln? Lass uns schnell die Wärmepumpe einbauen. Sonst kommen wir sicherlich nicht durch den Winter, vor allem finanziell. Und was verursacht das bei euch? Klar, Schockstarre, Panik, innerlich lauft ihr Marathon, Angst, Schweiß rinnt euch übers Gesicht. Euer Puls ist auf 140, aber ihr schaltet erstmal auf taub und drückt euch tief rein in die Kissen von Ikeas Söderham. Ihr werdet unsichtbar, eindeutig stark ausgeprägte Trägheit. Ihr beruhigt euch, fahrt ein bisschen runter, Puls fängt sich, Angst schweißt, lässt nach. Ganz ähnlich ist es auch im Netzbetrieb, denn, ich muss mal kurz die Hand wechseln, denn in unserem Stromnetz, wie ihr alle wisst, rotieren ja mächtig schwere Generatoren, ähnlich wie wir sie vorhin gesehen haben, und gemeinsam geben diese Generatoren mit ihren rotierenden Massen die Netzfrequenz vor. Dabei symbolisiert die Netzfrequenz das Verhältnis zwischen verbrauchter und erzeugter Leistung im Netz. Sind Erzeugung und Verbrauch im Gleichgewicht, so bleibt auch die Netzfrequenz konstant, im besten Fall bei 50 Hertz. Gibt es allerdings ein Leistungsungleichgewicht im Netz, so merken das die Generatoren sofort. Ist zum Beispiel der Verbrauch größer als die momentane Erzeugung, so denken die Generatoren, shit, darf man das sagen? Wahrscheinlich nicht. Mist, jetzt will das Netz gerade mehr Leistung von mir, als ich eigentlich geben kann. Und was macht man in so einer Situation der plötzlichen Überforderung? Klar, erstmal wieder Schockstarre, aber man fährt erstmal ein bisschen runter. Und weil die Generatoren so coole Typen sind, machen die das nicht spontan, sondern eben träge. Und weil die so cool sind, werfen die beim Runterfahren auch noch ein bisschen Leistung ins Netz. Das Ganze nennt man dann Momentanreserve. Und das führt dann dazu, dass die Netzfrequenz nicht sofort einbricht, sondern nur etwas absinkt. Dankeschön geht raus an die Trägheit. Und weil das Ganze jetzt ein bisschen gedauert hat, hat ein guter Kumpel von der Trägheit auch noch Zeit, so richtig aktiv zu werden. Die Experten unter euch werden wissen, wovon wir reden. Natürlich von der Primärregelung. Die schiebt jetzt also nochmal ordentlich Leistung ins Netz nach. Netzfrequenz geht zurück auf 50 Hertz. Läuft doch eigentlich, oder? Und warum geht die Trägheit jetzt weg? Dafür gehen wir nochmal zurück auf euer Sofa. In der aktuellen Situation war eure Trägheit ja groß genug. Ihr konntet einfach sagen, Wärmepumpe einbauen, nö. Aber was passiert, wenn euer Mitbewohner richtig penetrant wird, euch auf den Wecker geht? Dann,
Wieder Angstschweiß, Schockstarre. Aber der Druck auf euch steigt. Puls reißt die 140er Marke. Eure Trägheit versucht entgegenzuwirken. Aber irgendwann keine Chance mehr. Puls reißt die 160er Marke. Aufstehen angesagt. Wärmepumpe einbauen angesagt. Und mich grault es auch vor diesem Weg in den Keller. Eindeutig. Was ist hier passiert? Ganz klar. Eure Trägheit hat versagt. Ihr habt noch versucht entgegenzuwirken, aber keine Chance. Ihr musstet eure Ruhelage verlassen. Ihr wurdet instabil. Pech gehabt. Und ganz Ähnliches droht uns auch im Netzbetrieb, denn die bösen konventionellen Erzeugungsanlagen mit ihren rotierenden Massen müssen raus. Und das Blöde an der Sache ist, die guten Erneuerbaren, die dafür ins Netz kommen, die sind nicht so vom coolen Typ wie die Großkraftwerke. Die stellen zwar fleißig grünen Strom her, sind aber eher der Meinung, Netz, mein Freund, du nimmst das, was ich dir gebe. Dein Gleichgewicht ist mir erstmal wurscht. Und was machen wir jetzt mit so renitenten erneuerbaren Erzeugungsanlagen, die sich an keine Regeln halten wollen? Tja, dann hilft auch der coole Typ der Großkraftwerke nicht mehr. Wenn Leistungsungleichgewicht im Netz vorhanden ist, dann gehen die in die Knie. Und die Netzfrequenz geht in den Keller. Und auch Kumpel-Primärregelung kann nur noch von oben hinterher schauen. Keine Chance mehr, was zu retten. Und wie geht's jetzt weiter? Wie bekommen wir die Trägheit zurück? Auch dafür entführe ich euch noch mal ganz kurz auf euer Sofa. Wie schaffen wir es also, eure Trägheit so zu erhöhen, dass ihr auch für diese Situation gewappnet seid? Wie könnt ihr auch bei diesem steigenden Druck sagen, Wärmepumpe einbauen? Nein! Da hilft nur eins, Sabotage angesagt. Ihr müsst euch gut vorbereiten. Wie wäre es zum Beispiel mit Werkzeug verstecken? Dann ist Wärmepumpe einbauen schon mal abgesagt. Oder wie wäre es mit Wärmepumpe gar nicht erst kaufen oder beim Händler stehen lassen? Zugegeben, letzteres verursacht einige finanzielle Probleme, aber ihr könnt mit guter Gewissheit zurück aufs Sofa gehen und euer Puls bleibt garantiert bei 60, dank eurer ausgeprägten Trägheit. Und wie ist das Ganze im Netzbetrieb? Tja, Sabotage kann da ja wohl keine Lösung sein, oder? Wobei, Altmaier hat es jahrelang vorgelebt. Und so manche Landesregierung macht das noch heute. Schauen wir doch nur nach Bayern oder Sachsen. Da hört man nur 10 h, 1000 Meter Abstand. Was soll da laufen? Tja, aber Gott sei Dank haben wir noch was Besseres, als uns auf das politische Versagen verlassen zu müssen, denn wir können zum ersten Mal Trägheit aktiv ins Netz einbringen. Und wie machen wir das? Mit schlauen netzbildenden Regelungen, die von intelligenten Ingenieuren entwickelt wurden. Und die wirken sehr überzeugend auf die erneuerbaren Erzeugungsanlagen, sodass auch die sich auf einmal träge verhalten wollen. Ganz nach dem Vorbild der Großkraftwerke. Dabei fehlen den erneuerbaren Erzeugungsanlagen, die jetzt immerhin netzbildend geregelt sind, natürlich immer noch die rotierenden Massen. Und die kann man sich ja im Prinzip vorstellen wie einen Kurzzeit-Energiespeicher, dem man instantan Leistung entnehmen kann und damit das System stabilisieren kann. Und wie kriegen wir sowas Cooles für die Erneuerbaren? Zum Beispiel mit Speichern. Oder wir ändern den Betrieb der erneuerbaren Erzeugungsanlagen. Bisher sind die Anlagen ja so gepolt, dass sie ihren Strom eiskalt ins Netz einspeisen, um maximalen Gewinn zu erzielen. Im Maximum PowerPoint-Tracking zum Beispiel. Zugegeben, diese Art des Betriebs kann ich auch ganz locker mit netzbildenden Anlagen machen. Ich sage dem Sollwert für die Wirkleistungsregelung einfach, nimm den Maximum PowerPoint. Das ist zwar cool bis ökologischer Maximum, ökonomischer Maximum, hilft aber nicht sonderlich viel für die Trägheit, nach oben zumindest nicht, denn wo soll die Trägheit herkommen, wenn die Anlage schon im Maximum fährt? Wir brauchen also in diesem Fall angedrosselten Betrieb. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Nehmen wir mal an, die gelbe Kurve, die hier dargestellt ist, ist die Leistung im Maximum PowerPoint, also die maximale Leistung, die ich aus Sonne und Wind generieren kann für einen Moment. Die grüne Kurve sei der vorgegebene Sollwert für den Wirkleistungsregler und die schwarze Kurve sei eine technische Mindestleistung, die ich nicht unterschreiten kann. Wir sehen jetzt also, Wunderweltwissen, positive und negative Energiereserve haben wir gewonnen und die können wir perfekt benutzen, um Trägheit zu generieren. Wir müssen einfach nur den Arbeitspunkt der Anlage schnellstmöglich verschieben, nach oben oder unten. Und damit, mit dieser Leistungsreserve und der netzbildenden Regelung, werden auch erneuerbare Erzeugungsanlagen zu coolen Typen die Trägheit mitbringen. Und Kumpel Primärregelung hat wieder Zeit, so richtig aktiv zu werden und die Frequenz bei 50 Hertz zu halten. Super, oder? Und wo verankern wir unser gewonnenes Wissen? In Hinweisen und den technischen Anschlussregeln. Und noch viel besser, denn wir geben auch noch einen Wink mit dem Zaunfall zur Bundesnetzagentur, damit auch die zukünftig wissen, wie es mit Trägheit im Netz weitergeht. Denn wie ihr alle wisst, hat sich die Bundesnetzagentur ja die glorreiche Aufgabe gesammelt, sich Gedanken zu machen zur marktlichen Beschaffung von Trägheit alias Momentanreserve. Klingt komisch, ist aber so. Zum Schluss bleibt mir nur noch das Folgende zu sagen. Zugunsten eurer Stabilität möge die Trägheit mit euch sein.